Chaos, Mann! Boom! Oh, der ist noch gar nicht tot. Alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Muss ich überhaupt noch schleichen? Kriegen die das überhaupt mit hier oben? Kamera ist nach wie vor aus. Schön. Wir nehmen alles mit, Mensch. Alles. Schön abscannen. Ich hoffe, dass es irgendwie hier mal eine Möglichkeit gibt, dauerhaft und immer wieder den Raum nach Loot irgendwie einmal abscannen zu lassen, ohne hier so künstlich mit dem Scanner drüber fahren zu müssen. Das wäre ganz nett. Das wäre ganz cool. Das würde mich freuen. Für mich als loothungrigen Spieler ist das immer eine feine Sache. Kiste, 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 Kiste. Muss ich überhaupt schleichen? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Oh, ein Stressball. Die wollten wir ja alle sammeln. Eine unserer großen Aufgaben hier in Cyberpunk 2077. Hier, ja. War hier noch irgendwas? Ja, hier ist immer noch irgendwas. Irgendwas versteckt sich immer noch in der Ecke. Aber ich denke, wir sollten jetzt abhauen. Wir sollten das Glück nicht noch weiter herausfordern. Wir hauen über das Fenster ab, wo wir einsteigen wollten, mit unserem Auto, was ganz spontan in die Luft gesprungen ist und uns in den Tod gerissen hat. Serverraum. Noch irgendwas hier vielleicht? Nee, wir haben wirklich so gut wie alles. Das wär's. Dankeschön. Ist ja einer? Nö, ne? Tschüss. Klasse. Mission abgeschlossen und das war eine sehr, sehr schwere. Regina? Hab die Daten. Danke, wie. Bitte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Kohle, Kohle, Kohle. Was? 1300? Mehr war das nicht. Mehr haben wir nicht bekommen. Erstmal gucken. Was haben wir denn hier alles Schönes eingesagt? Bestimmt guten Kram, wie ich dieses Spiel kenne. Hm. Aber dazu brauche ich meine Krammusik. Geht doch. Knarren, ja. Aber alles Kram, den wir noch nicht so richtig benutzen können. Doch die ein oder andere Knarre sollten wir vielleicht zurückhalten. Wie zum Beispiel das Scharfschützengewehr, das Zor. Das haben wir uns ja schon vorgenommen. Tech-Revolver will ich nicht. Ich will keine Tech-Revolver. Weg damit. Carnage-Schrotfinte, Mindestlevel 8. Das dauert noch eine Weile. Die Knarre hat auch Mindestlevel 8. Weg damit. Ist zu weit einfach. Ist zu weit weg für mich gerade. Die MP will ich auch nicht. Das LMG, ja. Die halten wir uns zurück. Volles Potenzial ab Level 6. Die Smart Gun auch. Die Handfeuerwaffe bin ich kein Freund von. Und dann ist alles wie bisher. Alles wie gehabt. Finde ich gut. Zurück. Eine neue Jacke haben wir aufgehoben. Oder eine neue Weste. Was? Bauchfrei? Zerrissenes Camouflage-T-Shirt aus Polyamid-Gemisch. Und das Ding soll uns besser schützen als das Ding mit Panzergewebe. Das ist bauchfrei. Die kritischen Stellen sind nicht bedeckt. Hm, aber mehr Panzerung ist mehr Panzerung. Hipster oder obdachlos? Das ist hier die Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Dann zerlegen wir mal das gelbe Teil. Das hier sowieso. Zurück zum Inventar. Ja. Schuhe. Weg damit. Okay. Völlig in Ordnung. Wir können weitermachen. Womit nur ist die alles entscheidende Frage? Schauen wir doch mal auf die Karte. Oh, hier in der Ecke. Da gibt es eine ganze Menge zu erledigen. Kleptomanie, das ist wieder so eine Klaumission, ne? Die finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Aber ich will erstmal ein bisschen was Actiongeladenes haben. Aber nur so ein bisschen. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Ja klar, warum denn nicht? Da kommen wir schnell hin. Sogar per Schnellreise noch schneller. Genau, von hier nach da und dann ballern wir darüber, auch wenn wir das Auto wieder verlieren. Genau, aber auch erst nachdem wir unseren Charakter gelevelt haben. Was nehmen wir denn als nächstes? Technische Fähigkeit. Es war schon sehr schade, dass ich auf die Sachen nicht zugreifen konnte, als wir auf der anderen Kleptomanie-Mission waren. Techie! So ein bisschen brauchen wir da mehr. Explosionsradius interessiert mich nicht. Verleiht Immunität gegen alle Effekte? Nein. Mech-Plünderung. Du kannst von Drohnen, Mechs und Robotern mit einer Chance von 25% einen Waffenmord oder einen Waffenaufsatz erbeuten. Nein, nein, nein. Passiv ermöglicht das Herstellen von seltenen Items. Von seltenen Items. Das könnte später interessant werden. Erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Ich glaube aber, für das Knacken von den
elektronischen Schlössern müssen wir hier den Grundwert erhöhen. Deine technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können. Sie erlaubt es dir, Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5%. Ja, ich glaube, das sollten wir mal tun, ne? Damit wir vor weniger verschlossenen Türen stehen. Flop! Aber den Vorteilspunkt haue ich mir mal lieber woanders raus. Lieber bei was Basischem, wie zum Beispiel verdeckter Einsatz. Erhöht die kritische Trefferchance mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%. Und Level 2 erhöht die kritische Trefferchance mit Gewehren um 20%. Das ist gut, das ist verdammt wichtig, falls es dann doch mal eskalieren sollte, ne? Genau, Stückchen für Stückchen. Wir haben jetzt Level 5. Cool! Benutzen als nächstes die Schnellreise. Mach's gut, Auto, es tut mir so leid. Da drüben. Oh, ich will ständig... Das ist mir letztes schon mal passiert. Ich kann es einmal kurz erklären, warum ich gerade eben die Granate geworfen habe. Und zwar, ich komme gerade aus einer Fallout 76 Aufnahme. Das spiele ich auch gerade nebenbei schon eine ganze Weile. Und da schaltet man von der Ego-Perspektive in die Third Person. Und meistens, wenn ich irgendwo hinlaufe, nehme ich am liebsten die Third Person, weil das immersiver ist. Weil wir da die Spielfigur sehen. Aber das gibt's ja hier nicht, ne? Und das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen verinnerlichen. Deswegen wird es hin und wieder zum versehentlichen Werfen einer Granate kommen. So, wir wollen darüber. Genau, am besten hierhin. Umso schneller sind wir da. 3, 2, 1. Und da sind wir auch schon, ratzifatzi, am Ort des Geschehens. Darüber sollen wir 250 Meter. Nee, das dauert zu lange zu Fuß, ne? Wir brauchen eine Karre unbedingt. Eine, die wir schnell übernehmen können. Wie wäre es hiermit? Oh, das sieht aus wie mein alter Laguna. Renault Laguna, Stufeneck. Hey, bleib stehen, Laguna. Gehört mir, Mann. Gehört mir alles. Ein Katzensprung, sag ich doch. Wobei ich ganz gerne vielleicht für die Tour nachher einen anderen Radiosender gerne hätte. Dankeschön. Noch ein Stückchen weiter. Da ist gerade ein anderer Überfall im Gange. Aber ich glaube, die Dinger, werden die überhaupt eingezeichnet? Die von der Bullerei? Nee, ne? Das ist so ein zufälliges Event und die kommen immer und immer wieder und ich glaube, die können wir uns sparen. Aber hier so richtige Symbole und so, die will ich schon so ein bisschen abarbeiten, aber nicht die zufälligen. Da brauchen wir nicht an jedem stehen bleiben. Wie, jetzt ist hier vorbei? Ich muss da hoch. An alle NCPD-Subunternehmer. Subunternehmer. Organisiertes Verbrechen in der Richmond Street. Mhm. Unseren Informationen zufolge verkaufen Mitglieder der Maelstrom Gang in der Gegend illegale Stimulantien. Angeführt werden sie von Tom Eyer, genannt Ymir, einem Tom Eyer. Night City bietet eine Belohnung für das Ausschalten dieser Gefahr. Wir kümmern uns drum, wir sind auch schon auf dem Weg. Vielleicht essen wir und trinken wir was vorher. Na, Rucksack, Burrito. Tatsächlich, wir haben noch einen. Und ein Schlückchen hinterher. Klasse. Wir kommen doch bestimmt hier so ein bisschen zentraler ins Geschehen rein. Oh, 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 hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Gibt es nicht einen etwas softeren Einstieg hier? Ich gehe mal hier hoch. Kommen wir da hoch? Wir kommen doch bestimmt hier hoch, wenn wir wollen. Natürlich. Ja, sehr gut, Dankeschön. Double Tap Jump, obwohl ich dich deaktiviert habe. Aber weiter da hoch kommen wir wahrscheinlich nicht, ne? Hier, oder können wir uns hier hochglitschen? Vielleicht auch. Hochglitschen? Na klar geht das, ne? Natürlich. Das ist eine Videospiel-Engine. Die kann man alle betrügen, wenn man will. Und hier das gleiche nochmal in grün. Höp! Immer schön weiter jumpen. Nee, geht nicht. Naja, zumindest haben wir jetzt eine höhere Position. Bringt uns aber herzlich wenig. Wir müssen da zu der Leiter, zu der da hinten. Vorsichtig. Wer steht hier alles rum? Nur ihr. Das ist in Ordnung. Ablenkungsmanöver, wenn überhaupt, da drüben. Blockade aufheben. Das können wir also auch. Das ist ja großartig. Da kommt echt einiges zusammen. Aber wenn ich jetzt da runterspringe, bin ich bestimmt tot, oder? Ich muss da zu der Leiter. Und da ist nichts zum Ablenken, oder? Doch, da ist ein Radio. Tatsächlich, das geht. Zack, einmal bitte ablenken. Flop, flop, flop. Hi, hi, hi. Eins nach dem anderen. Okay. Sichere die Gegend, Einsatz von Gewalt erlaubt. Naja. Mal gucken.
wie lange wir hier schön entspannt die Leute wegsnacken können. Kann ich hier lang vielleicht? Hinter den Kisten? Nee. Schwachsinn. Du musst das nicht allein machen. Au, au, au. Au, au, au. Kamera vielleicht irgendwo? Eine Kamera. Das wäre ganz hilfreich. Den Rest heben wir nachher auf. Den ganzen Loot. Warte mal, Ablenkung, Ablenkung, da. Einmal bitte ablenken. Nee, ich glaube, wir müssen hier straight ballern. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Erstmal hier für ein bisschen Chaos sorgen. Chaos! Chaos, Mann! Boom! Oh, der ist noch gar nicht tot. Alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Sie kommen. Kommen Sie auch die Leiter hoch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Oh, 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 die MP, ne? Die ist sehr schnell, die ist sehr schnell. Oh, der ist ja majestätisch mit seinen Klingen. Ups. Oh, hi. Seid ihr jetzt auch gegen mich? Höchstwahrscheinlich, ne? Jop, ich muss kurz taktisch zurückziehend handeln. So, und jetzt wieder Stückchen für Stückchen. Kommst du her? Kommst du her? Na gut, dann komm her. Oh, die schlucken ja ordentlich wieder. Bullet Sponges. Schrotflinte, Schrotflinte, Schrotflinte. Hallo, ich bin schon lange raus aus dem Hacking-Modus. Auch wenn du das anders siehst. Waffenwechsel, Waffenwechsel! Waffenwechsel! Meine Güte! Was für eine Hektik! Das war nicht so geplant! Das war alles andere als so geplant! Ich hab's auch mein Burrito gegessen! Was soll denn das? Blut und Chrom! Für Chrom! Naja. Aber solange wir hier die Oberhand haben, geht das schon. Ist in Ordnung. Alles andere als sauber, aber naja, geschafft ist geschafft. Das sah schon mal schlechter aus. Die Anwendung von Gewalt ist ja erlaubt gewesen. Vielleicht kriegen wir auch so einen ganz kleinen Bonus, ne? Das hat ja auch so eine abschreckende Wirkung für die anderen Gangmitglieder, die jetzt gerade nicht hier vor Ort sind. Ich meine, wenn die wiederkommen und die ganzen Leute hier so sehen, dann, naja, dann wird er schon eine gewisse Botschaft haben. Ja, okay. Können wir alles mitnehmen, ne? Mensch, was hier alles rumliegt. Ey! Spritze, Spritze, Spritze! Wo, wo, wo? Alter Schwede. Ja, wir sollten erst später looten. Wir sollten erst später looten. Ist das Ding nachgeladen? Ihr wollt gar nicht runterkommen, ne? Oh, das Ding können wir wenigstens vernünftig aufladen, ohne dass es total verzieht. Das ist doch schon mal was. Das ging mit der Grund-Nekomata, so hieß sie doch, ne? Ging das überhaupt nicht. Na los, was ist denn hier los, Mensch? Ja, komm runter. Ditto. Hey, hey, hey. Irgendwas haben wir getroffen. Das ist schon in Ordnung. Haben wir es geschafft? Nee, wir sind noch mittendrin. Komm her, komm her. Jawohl. Aber du kannst keine Leiter benutzen. Ja, du hättest eine Chance gehabt, wärst du in der Lage gewesen, eine Leiter zu benutzen. Vorsichtig. Ein Glück können wir das. Aber auch erst seit dem letzten Patch. Das ging vorher auch nur bedingt. Oh, und schau, oh Gott, weg! Wow, ist da der Ninja, Mann! Oh! Wo kam der denn her? Wenn der hier runterkommt, sind wir geliefert. Sind wir wirklich geliefert. Wo ist der jetzt? Komm an Rand, Mann. Wir müssen da irgendwie anders hoch. Krank, einfach nur krank. Wir können von da gehen, ne? Das ging, glaube ich, auch. Vorsichtig! Oh, da hinten ist noch einer! Oh, oh, oh! Ne, das ist eine Kamera. Die können wir noch bestimmt deaktivieren. Mach mal bitte die Kamera aus.
Oh, da kommt der Ninja. Oh Gott. Schande, kann der auch schießen oder so? Weiß ich nicht. Gib ihm. Spreng das Auto in die Luft, Mann. Was anderes bleibt mir auch gar nicht übrig. Ist er da? Ja, er ist da. Noch eine Granate. Das Auto zerballern. Alter, der Typ ist ja wirklich mega stark und total schnell. Der ist wie so ein Terminator. Der war wie ein Terminator. Überhitzen. Lädt hoch. Okay. Okay. Warum sind wir eigentlich noch im Kampf? Ist hier überhaupt noch irgendeiner? Nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Wow, das ist ja ein halber Roboter, der Typ. Da oben ist noch ein bisschen Action. Gebiet öffentlich, hä? Haben wir das jetzt geschafft? Nein, das haben wir noch nicht geschafft. Da ist noch ein Stückchen. Wir müssen noch arbeiten hier. Noch haben wir unsere Kohle noch nicht verdient. Aber ich gehe lieber doch die Leiter hoch. Denn das da mit der Barrikade, das ist einfach zu viel freies Feld. Das looten wir gleich noch. Das hier, das werden wir alles gleich looten. Aber nur, wenn wir wirklich hundertprozentig davon ausgehen können, dass wir da oben oder von da oben nicht mehr überrascht werden können. Oh, 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 vorsichtig. Brenne ich gerade oder so? Ja, irgendwas haut schon wieder nicht hin. Irgendwas haut hier schon wieder nicht hin, ne, mein Freund? Kopfschuss. Einen nach dem anderen. Ist noch alles gechillt, ne? Ja, ist noch alles gechillt. Wir können ganz entspannt speichern. Da kommt der nächste. Nein, nicht Fahrcontroller. Mach das doch nicht immer. Ich muss den verdammten Energiesparmodus deaktivieren. Das kommt total ungünstig. Und alles andere als immersiv. Das ist ein Roboter, ne? Oh, oh. Das ist ein Roboter. Wow! Die Kamera hat uns fast komplett gesichtet gehabt. Das ist ein Problem. Das ist ein totales Problem. Deaktivieren. Sofort. Schön ausschalten. Ist hier noch eine Kamera? Da drüben war noch eine, ne? Ja, da ist noch eine. Die ist schon aus. Sehr schön. So, Robotermann, wo bist du? Wo bist du, Robotermann? Da ist er. Können wir so weit durch Wände schießen? Ich glaube nicht. Das wird zu viel des Guten. Ich zeig mich gleich. Ablenken? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Guck dahin. Na, nein, 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 vorsichtig. Jetzt haben wir ein Problem. Kommen hier noch mehr? Ja, ein paar sind noch hier. Cool bleiben, cool bleiben. Ist nur ein Roboter. Sie können nicht lieben. Und das ist ihre große Schwäche. Hey, 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 hey. Wow, wo kam das denn her? Von allen Seiten. Oh, 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 oh. Ich brenne, glaube ich, noch ein bisschen. Scharfschützengewehr nachladen. Das ist ein richtig großes Gebiet. Ein noch. Schande. Ein noch. Das sind nur noch Roboter. Miese kleine Roboter. Alles im grünen Bereich. Das überleben wir. Doch, doch. Überhitzen. Wer überhitzt denn hier? Bin ich da so? Das ist meine Knarre. Ich habe noch so gar keinen blassen Schimmer von diesem Spiel, aber das fühlt sich gut an. Jede Aufnahmesession ist was absolut Einzigartiges für mich hier gerade, weil ich jeden Tag was Neues lerne. Ach, wir brennen, glaube ich, ne? Irgendwer hackt uns hier wahrscheinlich. Und meine Cyber-Implantate sind am Brennen oder so. Vielleicht, eventuell. Doch, wir kommen zurecht. Wir haben noch genug Max-Dogs am Start. Und wenn es ganz haarig wird, müssen wir halt nur ein paar Burritos futtern. Wo ist er denn? Da drüben ist noch einer. Hallo, ist mein Roboter. Wie geht's dir? Oh, 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 wow, 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 wow. Der hat so einen schönen Safe. Nicht brennen, nicht brennen. Nicht brennen. Gegenheilen, gegenheilen, gegenheilen. Ich muss hier irgendwas machen. Ich muss hier wieder die Ketten sprengen. Au, au, au. Heilen, 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 heilen. Das hat nicht funktioniert. Dadurch konnten wir nicht schießen. Durch einen Stahlträger schießen. Ist noch nicht drin.
schlechteste Position aller Zeiten. Spritze. Inhalator. Meine Güte, wo ist denn diese Ratte? Körpertreffer, noch ein. Endlich, meine Güte. So, jetzt rechts noch einer. Wie viel denn noch? Das muss doch langsam mal hier sein Ende finden. Das ist schon komisch mit dem Brennen, ne? Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich werde gerade erst warm. Ich auch. Ich mache mich gerade mit den grundlegenden Gameplay-Mechaniken hier bekannt. Irgendeiner ist hier noch. Boah, was ist das für ein Gebiet, bitte? Speichern ist gerade nicht, ne? War ja so klar. Da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Eine Sekunde. Vielleicht einfach was trinken, ja? Einfach ein bisschen mit Wasser überkippen. Ja, genau, noch mehr Hydration. Derzeit nicht möglich. Was? Wie bitte? Du bist zu durstig. Du kannst nicht trinken, was? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Doch. Stopp, vorsichtig. Kamera ist zu spät, ne? Die Kamera zu deaktivieren. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Und nun haben wir jetzt alle gekillt. Ja, hallo Kamera. Dann deaktiviere ich die halt eben so. Das geht auch genauso gut. Hier ist doch keiner mehr. Wir haben das ganze Gebiet aufgeräumt. Sichere die Gegend. Wir sichern die Gegend. Die ist so sicher wie noch nie zuvor. App hoch, bitte. Also rumstöhnen kannst du, wie du möchtest. Solange du nicht anfängst, wieder zu brennen, soll mir das recht sein. Oh, da ist was. Da ist was. Eine Kamera. Noch eine Kamera. Miese Kamera, du. Müssen wir vielleicht auch alle Kameras deaktivieren? Ach, da ist noch einer. Boom! Ja. Ja, die Markierung ist ja auch so ein bisschen weiter da drüben, ne? Wir dürfen nur nicht nachher vergessen, auch den ganzen Loot einzustecken, den wir uns hier potenziell erarbeitet haben. Wie diesen hier. Zum Beispiel. Ah, ist es geschafft? Ja, ne? Haben wir gemacht. Das war jetzt ein bisschen okay. War ein bisschen breit abgefächert, das Gebiet. Aber geschafft ist geschafft. Oder? Nee, ist noch nicht fertig. Die Situation hat sich nur ein bisschen beruhigt. Na dann auch nicht looten. Dann erst darüber gehen. Hallo? Ich bin ein bisschen übermütig. Mit der MP im Anschlag. Kamera deaktivieren. Mach die Kamera aus. Ach, guck mal, da ist er ja. Hey, Freund Nase, wie geht's dir? Oh, jetzt. Was für eine schwere Geburt. Und jetzt geht der Spaß ja erst wirklich los. Das Looten. Endlich. Endlich bekommen wir den verdienten Loot. Darauf haben wir schon so lange gewartet. Kann zerstört werden. Das sind wahrscheinlich alte VHS-Videorekorder. Die waren alle explosiv. Ach, Cyberpunk, was bist du ein schönes Spiel. Ja, Loot. Den wollen wir uns jetzt erstmal hier schön können. Nehme ich. Das soll sich ja hier alles doppelt und dreifach lohnen. Der hat was Blaues dabei. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, ne? Jupp. Wir müssen das Lager hier auseinandernehmen und das da drüben. Aber auch erst, wenn wir hier wirklich alles haben. Da ist irgendwas. Irgendwas. Was? Nee. Da unten ist irgendwas. Irgendwas, was ein Gespräch vortäuscht oder so. Ach so, das ist ein Radio. Aber den Billigkram. Komm, den müssen wir uns aber auch holen, ne? Haben wir hier alles? Mehr oder weniger? Sieht cool aus. Jetzt gönnen wir uns den Kram und dann gehen wir rüber in die andere Station. Hi, hi, hi.
Das können wir bestimmt alles später bei uns im Autoradio auch noch hören. Sonst würde ich jetzt hier stehen bleiben. Nickerchen können wir ja nicht machen, ne? Um gratis unsere Energie wieder aufzuladen, schön wär's ja. Aber wir haben ja zumindest was zu essen und zu trinken. Das hat ja nahezu den gleichen Effekt. Jopp, dankeschön. Gratis, Junk, kann ich nicht aufheben. Warum auch immer. Hey! Ich brenne schon wieder. Ständig gerade hier an fliegende Flammen. Eine mysteriöse Geschichte. Mein Auto ist natürlich kaputt. Das musste ich zerstören. Ich musste den Selbstzerstörungsmechanismus musste ich aktivieren, um den Ninja in die Luft zu jagen. Das war unsere einzigste Chance. Und wir haben sie genutzt. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht einen Raketenwerfer oder so. Splittergeschichten aus Night City, Ausgabe 5, die Mox. Es ist eine dieser Geschichten, die je nachdem, wen man fragt, entweder sehr simpel oder sehr kompliziert sind. Für Janice, ja doch Janice, war es eine Mischung aus beidem. Die Mox wurden gegründet, weil es sein musste. Wir hatten einfach niemanden außer uns selbst, keiner, der sicherstellte, dass das Gesetz der Straße auf unserer Seite steht. Also nahmen wir es in die eigene Hand. Die Mox bestehen aus Leuten der Sorte, von der niemand Notiz nimmt, wenn sie morgen von der Straße verschwunden sind. Sexarbeiter, mittel- und ziellose Rebellen sowie rastlose Seelen, die einfach Pech hatten. Heute sind die Mox eine Erfolgsgeschichte, am besten zu erkennen am florierenden Geschäft des Lizzies. Dieses Etablissement genießt den Ruf als bester Braindance-Club von Night City. Konzerne, Gangmitglieder und Popstars gehen hier genauso ein und aus wie Anwohner, um sich zu entspannen, einen Drink zu nehmen und die am schönsten gedrehten und am besten getunten BDs zu genießen, die es gibt. Die meisten Kunden wissen nicht einmal, dass der Club von einer Gang kontrolliert wird. Die Mox haben das Sagen und beschützen ihre Leute, genau wie es einst die Lizzie aus der Legende tat. Die Geschichte dahinter? Lizzie arbeitete hier, als der Laden nichts als ein Stripclub mit Mädels an der Stange war, erklärte Janice stolz. Sie hat sich um die Mädchen gekümmert und sichergestellt, dass die Eddies in den Taschen und die Zähne nicht auf dem Bürgersteig landen. Eines Tages kam dieser Wichser vorbei, ein Tiger Claws Gangmitglied, der ein wenig zu viel Spaß mit einem der Mädchen hatte und Lizzie hielt es nicht mehr aus. Man munkelt, sie hat den Wurm so schnell und auf so üble Art von seinen kleinen Tigereiern befreit, dass es 2 Tage gedauert hat, all das Blut und die Kotze wegzuwischen. Natürlich bekamen die Claws Wind davon und haben sich sofort auf sie gestürzt und sie abgemuckst. Aber alle anderen, die sie irgendwie beeindruckt und beeinflusst hatte, waren noch da. Sie schlossen sich zusammen, fingen an, sich zu wehren und, naja, ihr kennt den Rest. Was wirklich im Arasaka Tower geschah. Falls Militech wirklich hinter dem Attentat auf den Arasaka Tower im Jahr 2023 steckte und falls es Beweise dafür gibt, warum hat Arasaka dann nicht zurückgeschlagen und eine Atombombe auf Militech geworfen? Es steht mittlerweile außer Frage, dass die Bombe von Militech hergestellt wurde, aber das heißt nicht, dass Militech sie auch gezündet hat. Ich gebe zu, dass ich kein Fan von der beliebten Theorie bin, dass Johnny Silverhand, der kontrovers diskutierte Rockerboy, hinter der ganzen Sache steckte. Überhaupt bin ich kein Silverhand-Fan. Punkt. Silverhand war ein Poser und ein Aufschneider und nicht jemand, der auf sein lautes Geschrei auch Taten folgen lassen würde. Ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht, dass Silverhand für so eine Aktion die Eier gehabt hätte. Denken wir doch mal ganz logisch darüber nach. Wer hasst Konzerne am allermeisten? Nomaden natürlich. Erinnert ihr euch noch an diesen beliebten BD, Badlands Raid aus den 20ern, in dem eine Gruppe Nomaden einen Militech-Konvoi überfällt? 3-mal dürft ihr raten, wann der rauskam. Genau, am selben Tag wie der Angriff. Zufall? Wohl kaum. Ja, klar taucht Silverhand für 3 Sekunden in dem BD auf, aber das war doch bloß ein Werbetrick. Ohne ein bekanntes Gesicht hätte doch niemand einen BD gekauft, der von ein paar Kaktusfickern gemacht wurde. Viel interessanter ist doch die Hauptdarstellerin. Warum hat man sie danach nie in irgendeinem anderen BD gesehen, obwohl Badlands Raid sich so extrem gut verkauft hat? Wo war sie während des Bombenangriffs?